One, acknowledge. Echo One, confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Lone Echo. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier den Frachtraum noch wieder in Ordnung gebracht, den Kern repariert und den Sauerstoffgarten wieder repariert und ans Laufen gebracht. Und ja, jetzt müssen wir mehr über die Anomalie herausfinden. Wir müssen zu diesem Tisch zurück, wo wir am Anfang waren, von Folge 1. Schauen wir mal. Ja, Liv ist schon da. Die Düse müsste ein bisschen mehr hergeben. Genau, am Holotisch. Okay, Jack. Mal sehen, was wir haben. Energie. Hera, Statusbericht. Status grün. Alle Systeme funktionsfähig. Das klingt ja schon mal gut. Aber was ist mit unserer Anomalie? Wo ist sie? Hera, aktuellen Standort der Anomalie anzeigen. Bestätigt. Ah, sehr gut. Moment, warte mal. Hera, ist das maßstabsgetreu? Bestätigt. Dann hat die Anomalie an Größe zugenommen. Kein gutes Zeichen. Sehen wir uns das mal genauer an. Okay, mal sehen. Ein riesen Weltraum-Anus. So, Spektrometer-Ausgabe. Scheint alles nicht in Ordnung zu sein. Ich werde aus diesem Garten nicht schlau. Wie sieht's mit dir aus? Was soll ich davon erfahren hier? Sieht die Daten scheinen aus, irgendwie beschädigt worden zu sein. Das gilt für alle Messwerte. Spektrometer, Interferometer, LiDAR, alles Müll. Ich komme rüber zu dir. Interferenzen der Anomalie müssen das Übertragungssignal stören. Dann ist Hi, unser Sensornetzwerk nutzlos. Nee, du, ich bleib jetzt hier. Dann ja mal. Genau, ich gehe raus. Ich werde die Station verlassen und die Anomalie aus der Nähe untersuchen. Auf keinen Fall. Doch. Mit meinem Scanner kann ich das Sensornetzwerk überbrücken. Dann kann ich die Daten in Echtzeit untersuchen. Wir haben erlebt, was das Ding mit unseren Systemen macht. Was, wenn du da draußen verloren gehst? Dann bist du komplett alleine. Du willst nicht diskutieren. Okay. Ich wollte eigentlich noch was sagen. Verstanden. Ging zu schnell. Oh, schon wieder. Irgendwas ist gerade wieder passiert. Also schön. Dann lass uns keine Zeit mehr vergeuden. Ab in die Luftschleuse mit dir. Und zwar fix. Achtung, Luftschleuse wird geöffnet. Boah, jetzt geht's raus, Leute. Wenn du da raus willst, brauchst du einen EVA-Gurt. In der Luftschleuse müssten welche sein. Nimm dir einen vom Regal. Hab ich. EVA-Gurt befestigt. Starte erweiterte Bewegungssysteme. Zum Warte drehen. Auf Kalibrierung. Okay, Leute, das war wieder ein Tutorial, was ich übersprungen habe. Mir wurden die Hauptdüsen und Bremsdüsen gezeigt von diesem EVA-Rucksack. Jetzt können wir die Luftschleuse hier schließen und dann geht's gleich raus. Wenn die Innentür geschlossen ist, kannst du die Luftschleuse drehen. Inneres Schott geschlossen. Okay, wo muss ich? Ah, wahrscheinlich hier, oder? Druck ablassen. Senke Druck. Wenn die Luftschleuse sich gedreht hat, steig aus und begib dich zur Anomalie. Besorge uns, wenn möglich, einen Scan. Aber bring dich bitte nicht unnötig in Gefahr. Verstanden. Ich gehe zurück auf die Brücke. Von dort aus habe ich dich besser im Blick. Halte diesen Kommunikationskanal geöffnet. Und halte die ganze Zeit Kontakt. Verstanden. Olivia ist sehr besorgt um uns. Ist jetzt wieder hier hin, oder? Senke Druck. Druckverringerung abgeschlossen. Bereit zum EVA-Ausstieg. Sei vorsichtig da draußen. Keine Sorge, Liv.
Wird schon schief gehen. Sagen wir das nicht jedes Mal, wenn es gleich schief geht? Boah, Leute. Verlasse Backbord-Luftschleuse. Verstanden. Vor der Luftschleuse sollte ein Fury-Transporter stehen. Der bringt dich direkt zur Anomalie. Du musst eine Diagnose durchführen, bevor du ablegen kannst. Verstanden. Das sieht so genial aus. Genieß mal erstmal kurz den Augenblick hier. Wow. Einfach genial. Und diese Dimension, die wir hier sehen. Wie riesig diese Raumstation ist. Genial, sowas muss echt jeder in VR erleben. Kann man gar nicht irgendwie erklären. Ich find's auf jeden Fall genial. So, jetzt müssen wir uns hier irgendwelche Scans durchführen. Start bestätigen. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Tutorial, ich bin nicht sicher. Bereite RCS-Düsenkalibrierung vor. Bitte halte dich während des Testflugs am Geländer fest. Starte Test der RCS-Düsen in 3, 2, 1. Das ist so genial. Die Düsen scheinen in Ordnung zu sein. Überprüfung der RCS-Düsen abgeschlossen. Fahre mit Kalibrierung der Hauptschubdüsen fort. Zur Erinnerung, bitte halte dich am Geländer fest. Zünde Hauptschubdüsen in 3, 2, 1. Energie. Wir packen jetzt hier ein bisschen durch. Kalibrierung des Fury-Transporters abgeschlossen. Liv, der Fury-Transporter ist flugbereit. Wähle dein Ziel. Super. Koordinaten sind bereits auf SNAVCOM hochgeladen. Berühre einfach auf der Holokarte den markierten Ort, dann geht's los. Ich beobachte dich von der Brücke. Viel Glück. Ja, du bist in Sicherheit, ich nicht. Aber los geht's zur Anomalie. Ding steuert automatisch. Bin unterwegs. Entfernung zur Anomalie 4800 Meter. Verstanden. Ich kann deinen Transporter sehen. Da ist die Brücke. Aber wir sehen Liv nicht, glaube ich. 3500 Meter. 2000 Meter. Halte den Kurs. Viel Glück. Seh dir das Ding nur an. Einfach unglaublich. Ein riesiger Weltraum-Anus. Wow. War klar. Fehlfunktion ist hier. Kann ich nicht mehr steuern. Ich treibe auf die Anomalie zu. Fernsteuerung getrennt. Ich kann den Transporter nicht neu starten. Und jetzt? Was können wir jetzt machen? Liv, ich erleide Strahlungsschaden. Abbrechen, Jack. Verschwinde von da. Sofort. Lass den Fury einfach da. Los! Verlasse Fury. Schnell, Jack. Raus mit dir aus der Strahlung. Bitte warten. Komm zurück. Jack, ich kann den Fury nicht mehr sehen. Kein Signal mehr. Es ist einfach weg. Im Anflug ist mir aufgefallen, dass die Anomalie die Trümmer in der Umgebung anzieht. Meinst du, die Anomalie enthält irgendeine Art Singularität? Das würde zu meinen Beobachtungen passen. Ja, ich brauche wohl nicht zu sagen, dass wir den Fury-Transporter wohl nicht mehr wiedersehen werden. Okay, tja. So viel zum Scan der Anomalie aus der Nähe. Mich wirst du auch nicht wiedersehen, Liz. Auf jeden Fall nicht mit dem Körper hier. Also die Düsen sind auch zu langsam. Wir kommen zwar langsam näher, aber das wird uns nichts bringen. Komm. Schild ist ungefähr bei der Hälfte. Liv, ich bin aus der Strahlung raus. Alles in Ordnung? Ich funktioniere noch, wobei meine Hülle nicht gerade im besten Zustand ist. Ah, dann solltest du über deinen Armcomputer einen Neustart durchführen. Das ist der schnellste Weg zur Station. Dann kannst du in der neuen Hülle von vorne anfangen. Wenn du das sagst. Okay, neuen Start in 3, 2, 1. Neustart eingeleitet. Ich glaube, diese Störungen könnten elektromagnetische Impulse sein.
Du kannst die Anomalie zwar wohl nicht aus der Nähe scannen, aber wir können einen geologischen Sensor dazu umkonfigurieren. Wie das? Also, wenn wir damit Schwankungen im Magnetfeld messen können, sollten wir einen Einblick erhalten. Es gibt da nur ein... Nein, mehrere Probleme. Und zwar? Es gibt in der gesamten Einrichtung Fehlfunktionen. Damit dieser Plan funktioniert, müssen wir erst ein paar Probleme auf dem Containerfeld, der Hauptabbaustätte und in der Verarbeitungsstation ausräumen. Details bitte auf meinen Armcomputer. Erledigt. Sag mir Bescheid, wenn du vor Ort bist. Okay, was haben wir hier? Containerfeld, Verarbeitungsstation, Hauptabbaustätte. Puh. Gehen wir mal zur Hauptabbaustätte. Aber hier flogen doch letztes Mal so ein bisschen ein paar CubeSats noch rum. Kurz gucken. Es müsste auf der anderen Seite gewesen sein. Fliegen wir mal ganz kurz hin. Wir sind ja eigentlich relativ sicher hier jetzt. Strahlung gibt's hier nicht. Irgendwo von irgendeinem Fenster auf der Sauerstoffstation oder diesem Garten haben wir doch so einen CubeSat gesehen. Da hinten ist er doch. Auch ein Kollege hier von uns. Na Junge, was ist los? Entdeckt. Können wir Freunde sein? Ja, sicher können wir Freunde sein, Junge. Kontakt hergestellt. Stabilisiere. Ah, ich kann Sie Hilfe. Nicht mit dem sprechen. Entschuldigung. Nee, ich brauche deine Hilfe nicht. Athena, rufe bitte den nächsten Kandidaten auf. Kandidat Nummer 37 für das Echo-Programm. Lieutenant Rhodes, Olivia Jay. Ah, sehr vielversprechend. Wurde mit 16 in die Raumfahrtakademie der USN aufgenommen. Vorbildliche Noten in Ingenieurwesen, Biologie, Robotik. Ah, Elite-Material. So vielseitig, wie man es sich von einem Astronauten nur wünschen kann. Die USN wollte sie sogar für die Pythias-Initiative gewinnen, aber sie hat abgelehnt. So, ich bin im Raum. Nicht verlassen. Okay. Und ihr psychologisches Profil auf den Punkt. Er musste wähle dein Ziel. Der Interviewer hat sie dazu gebracht, von ihrer Familie zu erzählen. Ihr Hauptabbaustätte. Bruder, Jackson. Ziel: Hauptabbaustätte. Bereite Zündung der Schubdüsen vor. Bitte warten. Das ist genau das, was wir für Echo One brauchen. Sie ist perfekt. Neues Ziel. Ja, weiß ich doch. Ich weiß, wo es hingeht. Nähere mich der Hauptabbaustätte. Sehr geil. Aktivität? Es ist dunkel und wir brauchen das Kommunikationsnetzwerk, um den Datenpuffer von unserer Sensorabtastung zu vergrößern. Alle Systeme außer Betrieb. Nur die Notbeleuchtung ist an. Mist. Da ist eindeutig irgendetwas schiefgelaufen. Oh ja. Ich erkenne ein Muster. Kein Scherz. Das sollte das neue Missionsmotto der Kronos 2 sein. Irgendwas ist schiefgelaufen. In fetten Großbuchstaben. Wir sollten uns besser darum kümmern. Sag mir Bescheid, was du herausfindest. Warnung. Gefährliche Strahlungswerte entdeckt. Kommt ja wie gerufen. Ich werde versuchen, den Strahlungsdämpfer zu aktivieren. Gute Idee. Überprüf zuerst deine Notstromversorgung. Die Batterie könnte tot sein. Okay, wir werden uns jetzt erst noch mal kurz aufladen, bevor wir jetzt da hingehen. Also unser Schild aufladen, weil es sieht ziemlich übel aus. Die Strahlung ist ziemlich hoch. Das Gute ist, dass wir hier auch so ein Panel haben, wo wir unser Schild aufladen können. Das habe ich eben noch versucht. So, okay. Da haben wir Batterien, die sind immer an diesem Baumgleiter dran. Können wir mitnehmen, weil ich glaube, die brauchen wir gleich. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber versuchen wir mal schnell hinzufliegen. Genau. Schilde bei 95%. Das hatte ich auf jeden Fall noch so... in Gedanken drin. Batterie entfernt. Die ist definitiv leer. Das erklärt schon mal das.
Auf deinem Fury-Transporter sollte eine Ersatzbatterie sein. Habe ich ja schon. Stromversorgung wiederhergestellt. Jetzt müsste ich den Dämpfer einschalten können. Okay, da ist der. Der Kerl. Also die Einheiten sind ja alle kaputt gegangen. Dämpfer in Betrieb. Geigerzähler funktionsfähig. Gute Arbeit. Damit hast du etwas Zeit gewonnen. Kollege, wenn der Dämpfer wieder aussieht, kannst kaputt du die Batterie aus. Auf dem Fury wieder aufladen. Haben wir ein Werkzeug? Also die sind alle hinüber. So, wo müssen wir jetzt hin? Da oben ist was. Bei diesen Strahlungswerten hat der Generator sicher einen beschädigten Kern. Such eine Wartungstafel, die du aufschneiden kannst. Ein Fusionsgenerator. Damit kann man die gesamte Abbaustätte versorgen. Ah, okay, hier ist was. Schneidbrenner und los geht's. Gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Wartungstafel entfernt. Und wie sieht's aus? Der Hauptreaktor scheint intakt zu sein, aber der Brennstab ist teilweise geschmolzen. Verdammt. Dann beeil dich lieber. Könnte trotzdem gut sein, ihn zuerst zu scannen. Die Daten könnten hilfreich sein. Schwerer Thermalschaden entdeckt. Brennstoffversorgung erschöpft. Erschöpft? Helium-Fusionsstäbe halten eigentlich 100 Jahre. Wie kann so viel Energie ohne eine Explosion ausgetreten sein? Wenn du noch Zeit hast, dann scan bitte auch die Arbeitseinheiten. Die Daten könnten mir helfen, herauszufinden, was passiert ist. Ich guck kurz auf meine Uhr. Ja, ich habe noch Zeit. Also eine Arbeitseinheit ist weg. Starke Gitterverschiebung. Die Arbeitseinheiten haben katastrophalen Strahlungsschaden erlitten. Es wurde weder Strahlungsalarm ausgelöst, noch der Standort aufgegeben. Muss plötzlich passiert sein. Das wär's. Lass uns den Brennstab loswerden. Zu gefährlich, ihn aufzubewahren. Okay, was machen wir damit? Mal da oben hin. Und wie werden wir den jetzt los? Sicherheitsgurt deaktiviert. Jetzt schießen wir den weg, oder? Und tschüss. Brennstab ausgeworfen. Generatorsysteme außer Betrieb. Die Strahlung verschwindet. Der Kern scheint die einzige Quelle gewesen zu sein. Gute Arbeit. Jetzt hol einen neuen Brennstab für den Generator und reaktiviere die Schließmechanismen. Okay, im Kerngehäuse vor Ort sollte ein Ersatzbrennstab sein. Mal wieder hier scannen, damit wir überhaupt was machen können, genau. So. Neuen Brennstab gefunden. Kehre zum Generator zurück. Wenn wir fertig sind, bin ich mir nicht sicher. Neues Brennelement angenommen. Bitte reaktiviere die Sicherheitsprotokolle. Steuerstäbe aktiviert. Fusionsreaktion eingeleitet. Bitte manuellen Neustart durchführen. Verbindung zur Hauptabbaustätte wiederhergestellt. Super. Ich habe ein paar Arbeitseinheiten hervorgezaubert, die sich um die Antenne kümmern, während du die Reparaturen erledigst. Du musst sie zusammenbauen, bevor du weitermachst. Bald müsste ein Fury-Transporter mit ihnen eintreffen. Da kommen sie schon. Da können wir uns gleich direkt das Schild nochmal aufladen. Ja, bevor wir jetzt um dich kümmern, laden wir erstmal unser Schild auf. So, wir sind wieder voll. Okay. Deine Scan-Daten sind bizarr.
Diese Erosion. Bauen wir den mal zusammen. Wie kann das aus dem Nichts passiert sein? Hat die Strahlung vielleicht die Daten beschädigt? Möglich. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Na komm. Diese Anomalie ist nicht einfach nur Strahlungsmasse. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Hä? Dich brauchen wir. Boah, wie schnell man da weg ist, wenn man kurz auf Turbo drückt. So. Das ist aber richtig jetzt. Okay. Arbeitseinheit im wow. Betrieb. Hab ich mich erschrocken. Mit Hauptauftrag fort. Und los. Und das noch eine Einheit, ja. Wie viel müssen wir denn hier reparieren? So, noch ein Arm. Der könnte hier sein. Und los! Arbeitseinheiten in Betrieb. Solange sie den Datenfluss kontrollieren, kannst du den Sensor bedienen, wenn wir scannen können. Du meinst, solange bis etwas schief geht? Ich dachte, das wäre klar. Okay, ein guter Anfang. Wir müssen noch rausfinden, was in der Verarbeitungsstation und auf dem Containerfeld passiert ist. Sag Bescheid, wenn du mehr weißt. Ach, und Jack, wenn du kurz Zeit hast, such doch bitte an der Hauptabbaustätte noch eine Arbeitseinheit. Ich habe ein Signal von einer in deiner Nähe. Okay, Leute, Lone Echo ist eben kurz abgeschmiert. Ich hatte komplett Freeze in der Brille, musste Lone Echo nochmal neu starten und jetzt geht's weiter. Liv hat uns den Auftrag gegeben, wir sollen eine Einheit, eine verschollene Einheit finden. Und da gehen wir jetzt mal auf die Suche. Das ist die Einheit, die wir eben repariert haben. Schauen wir jetzt mal hier. Ich meine, noch zu wissen, dass hier irgendwo geht's in den Berg rein. Müssen wir uns jetzt mal anschauen. Ich hoffe, wir haben nicht wieder so irgendeinen Freeze. Ah, da. Da ist auch direkt so ein... Wie heißen sie nochmal? Komsat? Wow. Pulverisiert. Mal kurz gucken, ob wir mit unserem Brenner. Ne. Okay. Sehen wir den Kerl mal. CubeSat war es so. Ein Fliegkleiner CubeSat. So. Meine Sensoren empfangen ein Signal aus dieser Höhle. Und der CubeSat geht direkt rein. Da ist auch irgendwas. Machen wir mal Licht an. Dann können wir mal melden. Liv, ich habe die Arbeitseinheit gefunden. Sie wurde zerlegt und hat auch internen Schaden erlitten. Versucht zumindest die Extremitäten wieder anzubringen. Für eine genauere Diagnose ist später noch Zeit. Okay. Können wir probieren. So. Er braucht jetzt noch ein Bein und noch einen Arm. Wow. Und zurück. Wow. Okay. Arm. Da ist nichts mehr, oder? Oben, ne? Ein Stückchen weiter raus hier. Ansonsten müssen wir ganz runter. Da, wo wir gerade noch waren. Wenn hier jetzt nichts ist. Okay. Sieht nicht so aus, dass hier noch irgendwas wäre. Okay, dann gehen wir mal in die Tiefen des Bergwerks.
Vielleicht haben wir Glück. Oh, es wird schon. Oh, geht tief runter. Hier wird da nicht der Arm irgendwo sein, oder? Oh, hier darf man keine Platzangst haben. Okay. Hier ist aber auch kein Arm. Verdammt. Kann man nicht nach dem Arm irgendwie scannen? Was sollte man denn nochmal machen? Nur die Aufträge hier. Ja, gefunden haben wir sie ja. Warum kann ich die nicht mehr markieren? Früher konnte man die immer markieren. Bearbeitungsstation. Jetzt geht's. Jetzt habe ich auch hier zwei Positionen. Jetzt fliegen wir noch mal ganz schnell zurück. Vielleicht wird uns jetzt der andere Arm gezeigt. Da kann man ja rein. Wow, 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 wow. Wird uns noch was angezeigt. Jetzt bin ich gespannt, wo der Scheißarm war. Ja, ist halt euer Ernst. Da war ich doch eben kurz. Ja, da ist er. Okay. Ja, war eigentlich nur, weil ich diese Markierung nicht setzen konnte, sonst wären wir schon viel früher fertig geworden. Reparatur abgeschlossen. Einheit 38. Bist du funktionsfähig? Bestätigt. Ich fühle mich wunderbar. Einfach wunderbar. Wie geht es Ihnen? Ich bin sehr beschäftigt. Ich muss mehrere beschädigte Systeme reparieren. Das ist großartig. Die Produktion läuft großartig. Ich bin auch sehr produktiv. Wenn Captain Rhodes abreist und Sie der neue Captain Rhodes werden, sollten Sie diese Einheit zu Ihrem neuen Echo One machen. So funktioniert das nicht. So funktioniert hier gar nichts. Negativ, negativ, negativ. Hören Sie auf, so negativ zu sein. Ich habe die verschwundene Arbeitseinheit in der Nähe der Hauptabbaustätte gefunden. Und tja, sie ist verwirrt. Was zur Hölle meinst du damit? Ist das Captain Rhodes? Sprechen Sie mit Captain Rhodes. Bitte sagen ja, Sie Junge. Mir, dass ich mit dem Löschen Ihrer Browser-Chronik fast fertig bin. Vielleicht solltest du sie erstmal in Ruhe lassen. Das dürfte das Beste sein. Ja, wir haben eine verwirrte Arbeitseinheit. Athena, rufe bitte den nächsten Kandidaten auf. Kandidat Nummer 37 für das Echo-Programm. Lieutenant Rhodes, Olivia Jane. Ah, sehr vielversprechend. Wurde mit 16 in die Raumfahrtakademie der USN aufgenommen. Vorbildliche Noten in Ingenieurwesen, Geologie, Robotik. Ah, Elite-Material. So vielseitig, wie man es sich von einem Astronauten nur wünschen kann. Die USN wollte sie sogar für die Pythias-Initiative gewinnen, aber sie hat abgelehnt. Tja, wollte das Sonnensystem wohl nicht verlassen. Und ihr psychologisches Profil. Auf den Punkt. Er musste zwar etwas nachhaken, aber der Interviewer hat sie dazu gebracht. Wähle dein Ziel. Zu erzählen. Ihr jüngerer Bruder, Jackson. Sie standen sich sehr nahe. Wahrscheinlich musste sie sich viel um ihn kümmern, bei zwei Wissenschaftlern als Eltern. Das ist genau das, was wir für Echo One brauchen. Sie ist perfekt. Was ist das mit der Audiodatei? Ja. Okay, Verarbeitungsstation. Da geht's jetzt hin. Ziel Kronos 2. Bereite Zündung der Schubdüsen vor. Bitte warten.
Das war jetzt auf der Verarbeitungsstation. Wir dürfen jetzt nicht loslassen, sonst bleiben wir hier mitten auf der Strecke. Untersuche die Verarbeitungsstation, okay. Wo ist die Verarbeitungsstation? Da. Schauen wir mal. Das ist die Wand. Bin auf dem Weg zur Verarbeitungsstation. Wir brauchen jede Menge Energie für die Sensorabtastung, aber der Impuls hat die Versorgungssteuerung der Plasmadrehbänke beschädigt. Sie sind außer Kontrolle und fressen die Stromreserven auf. Einer von uns muss in die Verarbeitungsstation und den Notreset drücken. Also, ich würde das ja machen, wenn du mich lässt. Das ist ein starker Protokollverstoß. Dachte mir schon, dass du es so sehen würdest. Halte den Kommunikationskanal offen. Ich werde dir von hier so gut wie möglich helfen. Der Impuls hat die Elektronik in diesem Bereich zerstört. Wenn du den Stromtransformator zurücksetzt, kann ich vielleicht eine Diagnose ausführen. Okay, wir können wahrscheinlich nur eine Leitung wiederherstellen. Gitter stabilisiert. Der Steuerungsknoten in diesem Bereich ist wieder aktiv. Ich habe den Kontakt zu der Arbeitseinheit unten am Stationseingang wiederhergestellt. Sie sollte die Tür öffnen. Okay, schauen wir uns das mal an. Echo-Einheit identifiziert. Öffne Diensteingang. Ich müsste den manuellen Reset am Ende der Station erreichen können. Du meinst durch das Entfernen aus dem heißen Plasma? Korrekt. Und genau deshalb mache ich das auch. Oh je, Leute, hier dran kann ich mich noch erinnern. Hier bin ich einige Male gestorben. Jack, hörst du mich? Noch ein EMP. Statusbericht. Hier ist alles klar. Aber die Drosselungssteuerung der Station hat den Löffel abgegeben. Sei vorsichtig da drin. Ich versuche hier zu arbeiten. Ja, ich auch, Junge. Also, bleib ganz locker. Bitte die Hände und Arme jederzeit innerhalb des Fahrzeugs behalten. Oh, Leute. Das ist jetzt noch relativ einfach. Das ist schon schwieriger, glaube ich. Müssen wir uns mal angucken, wie die sich verhalten, die Teile hier. Mit Abstoßen kann man auch viel erreichen und dann Turbo. Oh Gott. Wow! Der war knapp. Okay, wo willst du hin, Junge? Bleib da. Ganz schön viel Ballast. Wir sollten nachsehen, ob etwas die Förderbandanlage blockiert. Ja. Könnte beim Neustart Probleme verursachen. Ich inspiziere die Eispaletten. Ich krieg den Arm nicht raus. Steckt ein Arm drin. Sauber durchgeschmolzen. Wartungseinheiten haben eigentlich keinen Zugang zur Station, wenn das Schneidsystem aktiv ist. Hier stimmt was nicht. So, was macht das Ding jetzt? Runter, hoch. Mehr Trümmer. Der hockt da alleine. Repariere alle blockierten Förderbänder, bevor du weitergehst. Was ist mit dir los? Hände und Arme jederzeit innerhalb des Fahrzeugs behalten. Junge, du hast mir gar nichts zu sagen. Könnten Sie mir auch den Rücken massieren? Ja, klar. Komm. Benötigen Sie vielleicht Hilfe, Echo One? Ja, du kannst jetzt hier ich mal... Ich werde Ihr Fury-Modul sabotieren, wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen. Okay. Also der will unsere Aufmerksamkeit nicht. Oh, komme nicht so nahe. Was passiert denn, wenn das hier...
Hier hängt ein Arm drin, ein Bein. Komm. Etwas muss die Navigationsprotokolle gestört haben. Ja, scheint so. Arbeitseinheiten sollten sich nicht einfach kopfüber in feindliche Umgebungen stürzen. Oh, Leute. Okay, der dreht aber wenigstens die ganze Zeit. Das heißt, ich kann einen hinterherfliegen, oder? Boah. Siehst du zwischen den Trümmern eine funktionierende Festplatte? Noch nicht. Die meisten Befehlsfunktionen werden im Kopf der Einheit verarbeitet. Solltest du eine sehen, verpasse ihr einen Scan. Ich kann die Daten gut gebrauchen. Schilde bei 30%. Oh, was war das? Jetzt muss ich auch noch aufpassen, wann ich das Ding hier raushole. Fuck. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen, wenn er kommt. Gehen wir direkt wieder hin. Jetzt haben wir nicht viel Zeit. Palette klar. Sturköpfiger Dreckskerl. Puh. Wow. Okay, wir haben, glaube ich... Oh, erstmal kurz hier. Nähere mich der Wachstation. Wow. Der Schalter da sollte einen Neustart auslösen. Komm. Go. Boah. War das knapp. Ich habe intakte Befehlsmodule gefunden. Mein Scanner sollte die Festplattendaten runterziehen können. Guter Fund. Mit etwas Glück sind die Datencluster noch intakt. Direktverbindung hergestellt. Synchronisiere Datenfluss. Navigationsdaten gelöscht. Chronos Uplink verloren. Führe letzten bekannten Befehl aus. Kollision gefunden. Schadensbericht nicht verfügbar. Untere Extremitäten bewegungsunfähig. Obere Extremitäten bewegungsunfähig. Starkes Befehlsfeedback. Kritisches Versagen aller Systeme. Abschaltung erfolgt. Das war ganz schön erschreckend. Ja. Und jetzt machen wir das Ding aus hier, oder? Oder was kann man jetzt hier machen? Notabschaltung. Stromausgangsleistung wieder innerhalb normaler Parameter. Für den Scan dürften wir jetzt jede Menge Energie haben. Es war eine echte Augenweide. Hab schon allein vom Zusehen einen Herzinfarkt gekriegt. Fast geschafft. Wir müssen immer noch das Containerfeld untersuchen. Sag Bescheid, wenn du da bist. Den noch scannen hier. Blick, du bist frei. Okay, Leute, ich würde sagen, hier hören wir jetzt erstmal auf mit der Folge hier. Wir haben das Verarbeitungsfeld repariert, wir waren auf der Abbaustation und jetzt fehlt nur noch das Containerfeld. Und das wird da oben sein, ja. Habe ich recht? Gucken wir mal, was uns da erwartet. Wir sollen das irgendwie untersuchen. Das werden wir dann in der nächsten Folge untersuchen. Ich hoffe, euch hat das Video hier wieder gefallen und wenn ja, haut ein Like raus. Ein Abo wäre nice und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.